So, ich laminiere jetzt die Liste von Steen für Steen mit meinem Laminierer ein, damit ich die einlaminierte Liste an meine Pinnwand dann hängen kann, wenn ich painte. So mache ich das immer. Ich habe sie dann immer direkt vor mir und sehe, was ich painte. Ja, also absolut toll. Und die kann so nicht zerreißen, kann keine Flecken kriegen, geht nicht verloren, weil ich packe sie in den Koffer mit bei. Und ich laminiere die dann nochmal in eine selbstklebende Laminierfolie. Das heißt, ich könnte sie auch danach in mein Sammelbuch kleben. Ja, in mein Diamond Painting Notizbuch. Perfekt. Erstmal vorwärmen das Ding. Und dann ziehen wir die Folie gleich dadurch. Ja. So, hier seht ihr einmal in normale Laminierfolie und einmal in selbstklebende Laminierfolie. Das heißt, wenn ich mit dem Bild fertig bin, kann ich es in mein Sammelheft kleben. Das ist doch super, oder? Sehr praktisch für mich. Und gleichzeitig richtig stabil, ja? Also. Tada! Und dann wären wir soweit und können die Nummern einsortieren. Wir haben hier die ganzen Tütchen schon mal vorbereitet. Ich habe hier den kleinen Mülleimer vorbereitet, die Ablage und den Koffer. Und wir sortieren die Steinchen ein, während ich euch ein bisschen was erzähle. Ja, ihr habt bestimmt die letzten Monate so einiges mitbekommen. Ich habe auch zwischendurch kaum Videos rausgebracht, weil ich mich darum gekümmert habe, wie es mir und meiner Seele geht. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt wieder angefangen, auf Twitch zu streamen. Ich wollte dort eigentlich aufhören, habe auch monatelang nicht dort gestreamt. Und das hatte seine Gründe. Ich habe sehr, sehr selten darüber geredet, was genau auf Stream vor sich ging, was Personen gegen mich dort fabrizieren. Ich bin nicht perfekt, ne? Ich habe auch meine Macken, ich vergesse auch oft Sachen zu machen und ich bin auch sehr schludrig, was Versenden von Paketen betrifft. Aber wenn ich Probleme mit DHL hatte, wurde mir nicht geglaubt. Ja, wird mir bis heute nicht geglaubt. Und ja, meine Entschuldigungen werden von allen Seiten nie angenommen. Egal, was ich für Fehler gemacht habe. Ich habe mich jedes Mal irgendwie entschuldigt, was nicht hätte sein müssen. Ich weiß, jeder von euch, der da nicht mit involviert ist in Twitch, der denkt sich jetzt, was redet die denn da? Es geht darum, dass ich seit Monaten versuche, meinen Weg zu gehen. Und zwar friedlich. Ja, zu viel verlangt manchmal, ne? Es gibt Menschen, die auf Twitch immer noch hetzen, die immer noch sagen, ich hätte denen Steine in den Weg gelegt. Heute erst in einem Stream vernommen, diese Sätze. Ich habe einfach die Faxen irgendwann dicke, ne? Immer noch wird über mich gelacht, über mich geredet und ich bekomme es trotzdem mit. Ich bekomme, also ich habe letzte Woche oder wann das war, von einer Person gesagt bekommen, dass die Person, die mich da hatet und gegen mich hetzt, ja, dass die Person meine Zuschauer anschreibt. Und zwar 4 bis 5 Leute wurden, während ich gestreamt habe, angeschrieben, warum sie denn bei mir seien und nicht bei ihr. Ich sag mal so, jeder Zuschauer, der meine Streams und Videos guckt, der möchte es ja auch, der möchte ja bei mir gucken. Und dann finde ich es eine Frechheit, die Zuschauer, ich bin schon total, ich weiß nicht, ne, die Zuschauer, die ich habe, anzuschreiben, selbst mein Mod wurde angeschrieben, mein Mod wurde angeschrieben und gefragt, was er denn so treibt, obwohl die Person selber im Chat war mit Fake-Namen oder uneingeloggt, wie auch immer, ne? Und gesehen hat, wer in meinem Stream so steckt. Sie wusste, was er gerade tut und hat trotzdem gefragt, was treibst du gerade? Ich finde es nicht in Ordnung, Zuschauer abwerben zu wollen, die einfach bei mir zuschauen und ihren Spaß haben, ne? Ja, also das ist das, was mich die letzten Tage so genervt hat, und zwar tierisch. Dass einfach dem anderen nichts gegönnt wird, dass keine Ruhe gegeben wird, dass alles versucht wird, um mich von Twitch fernzuhalten, um mich zu vernichten, um mich psychisch fertig zu machen. Und dann stellen diejenigen sich als Opfer dar.
Und das schon seit Monaten. Und die Zuschauer, die ich früher hatte, die zu ihr rübergewandert sind, glauben ihr jedes Wort und haben gelernt, mich zu hassen. Ja? Finde ich sehr, sehr schade. Und auch Leute, deren Pakete verschollen gegangen sind in der Vergangenheit durch DHL, wendet euch doch einfach freundlich an mich. Hört auf, über mich zu wettern, zu hetzen. Ich habe Pakete 2-3 Mal rausgeschickt auf meine Kosten. Und trotzdem wurde böse geredet, ja. Ich habe einiges auch vergessen mit der Zeit. Ich bin momentan gesundheitlich etwas angeschlagen. Aber dieses ganze Thema der letzten Monate hat mich in der letzten Zeit sehr, sehr berührt, ne? Ich wollte kaum noch Videos machen. Ich wollte nicht streamen. Ich habe kaum gepaintet. Und alles nur, weil andere Menschen mich nicht mögen, ja? Komisch, aber ja, ihr kennt das bestimmt. Wenn irgendwie jemand gegen euch hetzt und lacht und ihr bekommt es mit, das macht was mit euch. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wurdet ihr schon mal irgendwo gemobbt, fertig gemacht? Wurde über euch gehetzt und ihr habt die Verläufe gesehen? Denn ich habe Verläufe bekommen. Von Menschen, die mit ihr Kontakt haben. Da würde ich mal drüber nachdenken. Denn selbst die Leute, die ihr zuschauen und die mit mir Kontakt haben, schicken mir Verläufe. So, genug von dem Thema. Wir werden in den nächsten Tagen ein Paint with me machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Die Liste, die packe ich schon mal in den Koffer hinein. Und alles, was ich dafür benutze, zum Beispiel das Washi-Tape hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid in den nächsten Tagen. Wir painten das schöne Bild von Steen vor Steen. Und ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß, viele von euch denken sich, oh Mann, schon wieder. Aber ich muss sowas auch mal loswerden, was mich bedrückt. Und hier ein kleiner Kniff. Ich habe AB-Steine rausgesucht, die ich noch hatte. Und werde sie in dem Bild verarbeiten, akzentweise. Es wird ein so, so schönes Bild werden. Oh, ich freue mich drauf. Wir werden es glitzern lassen in den nächsten Tagen. Ich nehme euch mit und hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich.